25 Jahre Stadtfest, das ist eine Zahl, die sich sehen lassen kann. Und genau das haben die Organisatoren in Werdau in diesem Jahr erreicht. Viel Wasser ist inzwischen die Pleiße hinuntergeflossen und auch der Veranstaltungsablauf wurde immer wieder angepasst. In der jetzigen Form ist das Fest zum Erfolgsmodell geworden. Es zeigt, dass man auch in relativ kleinen Städten attraktive Feste auf die Beine stellen kann. Es war wirklich ein wunderschöner Tag, dieser Sonntag zum 25. Stadtfest in Werdau. Auch Petrus spielte mit, Sonne pur und viele Familien, die an diesem Tag die Möglichkeit nutzten, wieder mal andere Leute zu treffen. Denn in Zeiten, da Arbeitswege lang sind, ist es schwer, im Alltag Menschen zu finden, die gerade Zeit für ein Schwätzchen haben. Die Organisatoren waren mit dem 25. Stadtfest jedenfalls rundum zufrieden. Ich würde sagen, es war wieder ein großer Erfolg, vor allem. Wir hatten gestern den Markt richtig sprechend voll. Jetzt haben wir gerade Regina Dost noch im Hintergrund. Also es ist wieder übervoll der Markt bald. Ich denke, besser geht's nicht. Und Petrus war uns auch wohlgesonnen und das, ich denke, das war in Ordnung. Moderiert wurde das bunte Programm, inzwischen auch schon traditionell von Carsten Riedel und Nico Kutschenreuter. Mit ihrer lockeren und flapsigen Art verbanden die beiden die unterschiedlichsten Programmteile. Dabei ist es natürlich hilfreich, wenn es keine allzu großen Pannen gibt. Wir haben dieses Stadtfest erlebt als richtig rund, als richtig gelungen. Wir hatten gestern einen tollen Tag, da war ich nicht hier, da hatte ich eine Trauung und eine Hochzeit. Aber Nico hat übernommen. Trotzdem war's schön. Ja, du hattest Kreischalarm, Mark ja, Terenzi. Genau. Mark Terenzi hier auf dem Markt in Werdau. Wir hatten die Rebel Tell Band, also super Musik vom Allerfeinsten. Die Leute waren begeistert, sie fanden es toll und es war eine super Stimmung hier auf dem Markt in Werdau. Neben dem Markt sind aber auch die Seitenstraßen und angrenzende Plätze mit den verschiedensten Fahrgeschäften und Verkaufsständen bestückt. Es gibt immer wieder mal was Neues, aber auch viele Fahrgeschäfte, die seit Jahren hier präsent sind und immer gern wiederkommen. Und vor allem die Geschäfte, bei denen man so richtig herumgewirbelt wird, erfreuen sich jedes Jahr großer Beliebtheit. Eine Herausforderung, doch auch das wurde in Werdau gelöst. Ja, wir haben viele breite Schultern aufgebaut im Gewerbeverbund. Die Arbeiten sind gut verteilt, denke ich mal. Und wir haben auch viele, viele kleine Sponsoren hier in der Stadt, die uns unterstützen, die kleinen Gewerke und sowas. Auch viele größere, aber der Dank gilt auch mal heute mal den kleineren. Der würde sonst nicht funktionieren, würde ohne die. Auch bei den Veranstaltungen gibt es jedes Jahr Verschiedenes, sodass für jeden etwas dabei ist. Und so mancher, der vor Jahren weggezogen ist, lässt sich hier wieder einmal sehen. So wie der Wahlberliner Nico Kutschenreuter. Genau, es macht immer wieder Spaß, hier zu sein. Und mit Carsten zusammen arbeite ich schon seit vielen, vielen Jahren als Doppelmoderator sozusagen. Und ja, es macht immer wieder Spaß, hier in der Gegend irgendwas zu machen. Die Stadtfeste sind eine schöne Gelegenheit dafür und es ist toll. Ebenfalls Wahlberlinerin ist Regina Toss, für die der Auftritt hier natürlich ein Heimspiel war. Und natürlich begann sie ihr Programm mit einem ihrer bekanntesten Titel. Und wenn alles so klappt wie am Sonntag in Werdau, dann kommen die Teilnehmer auch gern wieder. Ja, wir beleidigen uns jetzt täglich schon seit 22 Jahren. Und ich glaube, das machen wir die nächsten 22 Jahre auch noch. Ich bin jetzt 42, Nico ein bisschen älter. Okay. Ja, und ich denke, wir kriegen das hin. Wir bleiben dem Stadtfest gewogen, wir bleiben zusammen. Und ja, wir rocken die Bude, bis wir in Rockerrente gehen. Regina Toss war der Abstand zum Publikum inzwischen zu groß. Sie mischte sich unter ihre Fans und die waren glücklich darüber. Mit Einsatz und einer ordentlichen Portion Improvisationsgeschick haben die Veranstalter wieder ein tolles Fest auf die Beine gestellt. Und das soll auch in Zukunft so sein. Wir werden sehen, aber ich denke, so wie jetzt, dass unser Konzept aufgebaut ist, hat es dieses Jahr richtig ohne Probleme gefruchtet. Wir haben noch ein paar kleine Umbauten vorgenommen zum Vorjahr. Es wäre eigentlich, sag ich mal so, die Richtung, die man weiterhin gehen sollte. Dann kann man sich also schon auf die nächsten 25 Stadtfeste in Werdau freuen.